Recht herzlich willkommen zur 130. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal das Wohngebiet da aufgebaut, was noch ohne Strom dastehen wird. So, da müsste langsam dann hier eine Verbindung rüberkommen. Machen wir das hier an, dann sieht man das besser. Aber irgendwie wächst das noch nicht so gut, ne? Müssten wir noch gucken, dass wir das hinkriegen. Ja, zurzeit ist alles ausgeglichen. Ein bisschen Industrie können wir gebrauchen. Aber Bürogebiet. Oder wir tauschen das hier gegen ein Bürogebiet um. Geht das so? Ne, muss ich erst wegmachen und dann hinmachen. Ah, das geht nicht mehr. Doch, geht. Ne? Okay, ein Haus ist da auch schon weiter näher rangekommen. So ist nicht. Die schreien bestimmt auch gleich nach Wasser. Nach Strom. Vielleicht geht das mit den Bürogebäuden ja schneller. Irgendwie klickt der gerade nicht gut, oder? Ach, der ist schon. Das Klicken hört man nur einmal. So. Und da müssten wir jetzt einfach eine Straße erstmal reinführen, ne? Dann können wir die Ecken auch machen. Ich glaube, das hätten wir so ausgewählt, ne? Machen wir nur bis da und fertig. So ein richtiges Raster hier, ne? Ja. Müssen die durchgehen, die Straßen? Eigentlich nicht, ne? Die gehen auf jeden Fall nicht hier hinten, sagen wir es mal so. Das passt nicht. Das passt. Ich glaube, wir machen die bis dahin und dann da. So. 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 Und so. Durch. Passt. Sind jetzt mal ein paar Flecken drin, die jetzt nicht angebunden sind, aber ist halt so, ne? Machen wir da nochmal los. Wenn wir die Straße ein bisschen durchziehen. Machen wir. Und bis dahin. Ziehen wir die durch. Bis dahin. Und da können wir auch durchziehen, oder? Und bis dahin und die ziehen wir durch, so. Sieht doch super aus, oder? Jetzt müsste hier nur was kommen, damit die Strom kriegen, weil die sind schon ziemlich traurig da. Ich glaube, wir machen gerade was, was wir nachher wieder abreißen werden dann, ne? Kriegen die ein bisschen Strom jetzt alle hin. Am Ende reißen wir das wieder ab. Aber jetzt sind sie erstmal alle glücklich, weil sie Strom haben, ne? Wenn es dann gewachsen ist. Da fehlen die Arbeiter. Naja, aber okay. Kann ich alles haben, ne? Okay, was fehlt denn hier? Ungebildete Arbeiter, die müssten doch hier um die Ecke wohnen eigentlich, ne? Tja, und hier drinnen müssen wir dann wieder Wohngebiet machen, ne? Hier am Ende. Die hohen, oder? Gebiet aufheben. Ja, machen wir die hohen hier rein.
damit das andere Seite ruhiger wird, ne? So. So. Das auch, aber das macht's ganz, das will ich nicht ganz. So. Das lassen wir mal da frei, nämlich. Und da geht. Und das weg, oder? Dann machen wir noch Blaues hin. Und hier bauen wir was anderes rein. Das schalten wir mal um. Und machen da das rein. So. Und da müssen wir überlegen, was wir da noch reinbasteln. Da gibt es bestimmt dann auch was, was man da braucht. So. Jetzt müsste man noch gucken, dass man anderes fördert, was man noch braucht. Das wäre zum Beispiel Industrie, ne? Bewohner kommen gar nicht rein. Obwohl ja relativ Sinn. Achso, da drüben müssen wir dann auch noch uns ums Wasser kümmern. Und da kriegen wir ja die tollen neuen Rohre rein, ne? Und fertig. So, dann haben die da auch alle Lust zu bauen, denke ich mal. Musst du nur gucken, dass das hier reicht mit dem Kraftwerk, ne? Oh, Heizungsverfügbarkeit ist etwas gering. Sollten wir also was bauen. Kesselstation. Aber die geht nirgendwo hier hin. Das wäre auch cool gewesen, ne? Zack. Und dann soll die Lok noch anschließen, ne? Und schon ist genug Wärme da. Sollte funktionieren. Hier haben wir auch noch eine, ne? Ja. Gut, dann können die da auch alle einen warmen Hintern kriegen. Obwohl, geht schon runter, ne? Ist schon reichlich, die da abnehmen wahrscheinlich. Gut, aber das ist jetzt erstmal kein Problem. Erstmal wäre es wichtig, dass wir das mit dem Strom gedeckt kriegen hier. Hier fehlt es noch ein Stück, dann geht das. Und das ist schon da hinten das erste Haus, wo kein Saft da ist. Wenn ich das dazwischen baue, reicht das? Würde reichen. Das bedeutet dann, dass ich das da drüben abreißen kann. Ja, möchte ich. So, die Verbindung geht darüber. Und dieser Windpark, der rettet das dann alles. Gut. Oh, die haben hier keinen Strom, deswegen läuft da nichts. Dann müssen wir da schnell was machen. Ja, das würde ich ganz gerne als Industriegebiet, glaube ich, machen. Nichts rein, weil da geht eine Straße nachher ab. Da auch. So. Der erste baut da schon. Alles gut. Dann wird das was. So, nochmal Strom rein. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon geschlossen. Das bedeutet, wir reißen auch dieses Windkraftrad ab. Das hat jetzt zwar ein bisschen Geld gekostet dafür, aber jetzt läuft's. Auch ohne das Windkraftrad. Und Wind wäre da und da und da gewesen, ne? Oh, hier auf dem Gleisdreieck, da kann man gut Wind bauen. Oder Verkehrsdreieck. Ja, müssen wir dann gucken, ne? So.
So. Da geht dann keins mehr hin, oder was? Schade. So. Und da fehlt es dann an Strom. Auf der anderen Seite können wir aber auch noch was machen. Und wie ist es dann mit Anbindung schon gegeben, wenn da einer hinzieht? Da müssen wir hin. Achso, da müssten wir erstmal da was hinmachen, ne? Was ist das denn jetzt? So ein Ding ins Bereich. Stadtviertel. Ja. Gibt's auch alles, ne? Stadtviertel und so. Ja, wenn da was hinkommt, dann würde das passen. Und warum nicht da das Stück Industrie anpflanzen? Nur irgendwo müssen wir reinfahren, ne? Geht das so, da reinzufahren? Das ist die Frage. Kann man da eine Straße bauen? Da müsste man dann eine geschwungene Straße wahrscheinlich nehmen, ne? Das würde dann auch gehen, genau. Müssen wir da mal gucken. Doch hier und da nicht. Ich glaube ja. Ich mach so. Und dann können wir da eine Straße reinbauen. Das so. Das ist das Stadion, ne? Dann gibt es da noch ein bisschen Kommerz. Ja. Dann sind die alle glücklich da. Obwohl, hier müsste man noch reinfahren können, ne? Macht das weg. Ja, und hier haben wir dann keine Verbindung, also ist das auch schlecht. Also doch so rum. Weil wenn da was baut, dann gibt es da eine Verbindung. Jetzt müssen wir gerade nach Wasser gucken. Das gibt es hier auch nicht. Also die Leitung können wir schon mal legen, ne? Wasser würde laufen. Heizung nicht. Okay. Müsste man dann austauschen, ne? Rohre verbessern. Okay. So, und dann da verbunden und dann haben wir ein großes Netz. Und schon wird's bis dahin warm. Die auch und die sind gleich schon happy. Gut. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.